Willkommen zurück zu einer neuen Folge Elden Ring. Es gibt noch zwei weitere NPCs, die Questreihen haben, die relevant sind für irgendwelche Boss-Battles. Also nicht im Sinne von, dass wir gewisse Bosse bekämpfen können. Und das ist einmal Leda hier und irgendein anderer Knilch, wo ich den Namen vergessen habe, der ist aber irgendwo hier. Von dem her, den lassen wir jetzt erstmal noch ein bisschen. Sondern wir reden jetzt erstmal hier mit, ist das Leda? Oh, hallo. Ich glaube ja. Did you feel it? Mikula the Kind's enchantment appears to have broken. But while my devotion to kindly Mikula remains unchanged, by my troth I am not so sure about the others. No, wait. Perhaps this is a blessing in disguise. I can wield my sword to cull the undeserving, those unfit to bask in tender Mikula's presence. I should have thought of this earlier. Ich glaube, die Bosse, die wir jetzt hier innerhalb von der Quest freischalten, sind nur so NPC-Duels, Invasions, irgend sowas in der Richtung, hat sich's angehört. Right. It's time to begin ferreting out. Those of us who don't deserve to be at kindly Mikula's side. Wobei, Sanfrina möchte ja, dass wir Mikula töten. Tolje ist eh schon fast tot, dann nehmen wir den Hornherold. Ich glaube, der steht genau hinter uns. He trusts Mikula the Kind to bring salvation to his people. With the enchantment lifted, his vengeful passions may once again ignite. But surely he'd be mindful of kindly Mikula's promise. On the other hand, the horn scent does present his own dangers. Perhaps your concerns are well-founded after all. Allow me some time to mull it over. Okay, gut. Allow me some Und irgendwann werden wir sie dann, glaube ich, wieder antreffen und dann wird sie uns sagen, wen wir töten sollen. So hat sich's zumindest angehört in dem Guide für die Quest, die ich gelesen habe. Das ist allerdings nicht das, was auf dem Programm steht heute. Heute wollen wir mal hier den oberen Teil ein bisschen genauer erkunden. Denn wir sind da einfach blindlings durchgerusht, weil ich gehofft habe, dass ich die Map, das Map-Fragment finde. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen genauer umsehen. Ich hoffe, wir finden ein bisschen was, das interessant ist. Aber man wird sehen. Okay, ich weiß nicht, ob wir da runter kommen. Ich glaube nicht von hier. Schafe muss man aufpassen. Die können gefährlich sein. Das ist sehr wichtig. Okay, dann hier runter. Wir wissen ja bereits, wo die nächste Gnade ist. Und wir wissen auch, dass da irgendwo ein Boss ist. Ich habe keine Ahnung, ob ich den wiederfinde. Also wir werden ihn auf jeden Fall irgendwie wiederfinden. Hier liegen, glaube ich, auch irgendwelche Drachen. Was ist das hier? Bale, oh wandelndes Grauen, widerstehe ich vor euch. Moment mal, Bale war das nicht? Jetzt muss ich gerade überlegen. War hier nicht irgendwo war hier einer, der auf der Straße gekniet ist und irgendwas von Bale gesagt hat. Aber ich glaube, wir konnten nichts mehr mit dem machen. Vielleicht muss ich irgendwann nochmal zurückgehen, aber okay. Der in der Mitte lebt. Anderen wohl nicht. Ist das wieder generischer Drache Nummer 237? Oder ist es irgendwie was Spezielles? Es ist generischer Drache Nummer 237.
Ja. Okay, der nimmt gut Schaden. Aber da hätten wir, glaube ich, viel früher machen sollen. Ja. Mittlerweile kenne ich das Moveset von denen ziemlich gut. So, das hat hier leider nichts gebracht. Okay. Oh. Ah, hat ein bisschen was Spezielles. Ist trotzdem generischer Drache. Dornspeitsche. Okay, das war Bluten. Ich weiß jetzt nicht, ob Bluten häufiger prockt, nachdem wir jetzt das Arkan-Ding gelevelt haben. Weil einmal in einem Bossfight ist in der Regel normal. Schwanzpeitsche. Au, okay. Er macht auch nicht so viel Schaden. Au. Da habe ich das Timing nicht richtig drin gehabt. Junge, bleib mal geschmeidig hier. Na komm. Spiel haben wir ja nicht mehr. Keine Ausdauer mehr. Und tschüss. Ohne Heilung. Großen Gegner zu Fall gebracht. Naja. Ja, er war groß, das war schon so, aber. Drachenschuppenfleisch, was zur Hölle ist das? Öd Kraft, Ausdauer, Stärke und Geschick auf Kosten schrittweiser LP-Verlust. Verbrauchsgut, okay. Ich denke mal, das werden wir dann später auch craften können. So. Jetzt sind wir hier. Wir sind, glaube ich, da hochgegangen. Wir wollen eigentlich hier runter irgendwie. Aber ich weiß nicht wie. Okay, wir lassen das mal noch und gucken uns erstmal die Seiten an. Oh, okay, das sind die Fingerruinen. Wo wir in der letzten Episode unten waren. Ich wünschte. Ist das ein großes Schaf da? Ich glaube, das ist ein großes Schaf. Hilfe! Große Schafe sind böse. Ah, das sind ganz viele. Ah! Okay, was haben wir hier? Ich höre einen Donnergrollen. Ist nie gut. Zumindest sieht es so aus, als kommt man hier irgendwo hin. Geht's hier hoch? Guck
Oh, was das hier für einer ist. Oh. Den haben wir auch schon ein paar besiegt. So, das ist einer, der wieder aufsteht, ne? Ja. Rote Fäulnisblüte. Ich denke mal, die kann man verwenden, um den Fäulnis-Buff zu craften. Würde Sinn ergeben. Die stehen hier überall so ein bisschen rum. Das heißt, vielleicht sollten wir uns noch die andere Seite angucken. Oder hier noch weiter hoch. Nee. Wir haben 119.000 Runen. Der Boss hat ein bisschen was gegeben. Nein. Du bleibst unten. Man kann sie erst anvisieren, wenn sie anfangen aufzustehen. Das ist klug gemacht. Da weiß man nicht schon von Anfang an, was ein Gegner ist. Okay, da sind die Schafe. Da hinten ist ein Gegner. Wie zur Hölle kommen wir da hin? Ich weiß nicht, ob es hier was zu holen gibt. Aber wir schauen uns mal an. So, ist das der letzte? Es sieht so aus. Hat uns das Ganze was gebraucht? Es sieht nicht so aus. Oh, das ist nur der... Ja, das ist nur die Rune von dem Schädel. Okay. Das waren so kleine Wegelagerer. So ein wirklich einfallsreicher Hinterhalt war das allerdings nicht. Eher etwas dilettantisch gemacht von den Jungs. Okay, wo zur verdammten Hölle sind wir jetzt schon wieder? Oh, das ist ein riesiger Drachenkopf. Holy moly. Da vorne ist eine Gnade. Großer Altar der Drachenkommunion. Okay. Coole Sache. Rasten müssen wir nicht unbedingt. Reicht, wenn wir die Gnade haben. Warte mal. Das ist ein NPC? Warrior True. Picture yourself. Feasting upon a dragon's essence. On the throbbing heart of the oldest, vilest dragon of them all. It would be the purest form of communion. The fullest sating of your hunger and your consummation. Ja, warum nicht? As it should be. Now, seek the jagged peak. There you will find Bale, the oldest and vilest of all dragons. Oh, Bale ist ein Drache. Follow your desire and slay the foul beast. Devour its throbbing heart. I will grant you the strength required. In the name of my lord, Placidusax. Oh. Den haben wir auch schon. Wenn die wüsste, dass wir den auch schon umgenietet haben. Segen des uralten Drachen. Okay. Das macht was? Verbraucht FP, um alle Schadensresistenzen zu erhöhen. Gunst, die von den Priestern der Drachenkommunion im Namen des Drachenlords Placidusax verliehen wurde. Verbraucht FP, um alle Formen der Schadensresistenz einschließlich körperlicher zu erhöhen.
erhöht auch die Schadensresistenz während der Abwehr als zusätzlichen Effekt. Jede Nacht opfert die Priesterin ihrem Fürsten ihren eigenen Schlaf und erhält im Gegenzug die Macht seiner Gunst. Verbrauchsgut. Okay, das ist ein Einmal-Gegenstand. Warrior True, what is it that you need? Was weißt du über Bale? In a time long past, Bale turned upon the Dragon Lord. The foul traitor assailed our master and inflicted a grievous wound, only to make a hasty retreat, becoming a sworn enemy of the Brood. Since that day, Bale and his bloodline, the Drakes, have served as sacrifices for Dragon Communion. Landbound warrior. My lord, Placido Sax, has shown your kind what must be done. Seek communion. Sate your boundless appetite. Feel the euphoria of a dragon's essence taking root in your meager frame. Ja, wenn die wüsste, dass wir Placido Sax schon längst umgenietet haben. Okay. Gut. Sie erzählt uns nur wieder mehr über Bale. Okay, passt. Wundervoll. Also dann wissen wir, dass der da irgendwo ist. Priesterin der Drachenkommunion. Okay. Kommen wir hier runter? Sehr viel Erkundung gerade. Und ich weiß nicht, ob es irgendwo Produktives hinführt. Ich habe auch nicht wirklich ein System aktuell. Scharfer Schotterstein. Mehr Schafe. Ist hier hinten etwas? Das sind wieder die Fingerruinen. Die lassen wir schön mal da so sein. Dann ist hier erstmal nichts mehr. Es ist zu leer. Es ist viel zu leer. Ich meine, da war jetzt ein NPC schön. Aber es gibt wenig neue Gegner. Es gibt wenig interessante Minibosse. Die Hauptbosse, die wir bisher gesehen haben, waren cool. Außer der erste, der war... Also der war auch okay, der war halt einfach von der Kamera schlecht. Aber ansonsten war der auch okay. Ja, aber die Minibosse waren sehr enttäuschend. Wir hatten, glaube ich, einen, der interessant war. Und der war... Lass mich mal kurz überlegen, wo war denn der? Nicht im Kerker von Belurat, der war in irgendeinem Dungeon... Der war in irgendeinem Dungeon, nicht die Drachengrube. Vielleicht war der hier drin. Dann hatten wir noch relativ sinnfreie Bosse, wie zum Beispiel der Schwarze Ritter hier in der Nebelrissfestung. Der auch einfach nur eigentlich normaler Gegner ist. Mit einer Zunge. Charos verstecktes Grab. Okay. Hütte des Fingerwebers. Da sehe ich, was ist das? Ein Tibia Mariner? Ja, ist es. Okay. Ich meine, schön mal wieder ein Boss. Es ist halt einfach schade, dass es
nur wieder ein recycelter ist aus dem Main-Spiel. Das ist zu wenig sinnvoller Content in diesem DLC. Ja. Wird irgendwas. Ah, nicht so ein Ding. Heilung. Gott, ich hasse die Dinge. Meine Fresse. Oh. Auch das wieder ein recycelter Gegner aus dem Hauptspiel. Nichts Neues. Ich finde, von den DLCs kann man schon ein bisschen mehr erwarten. Der Tibia Mariner wird jetzt auch gar nicht als Boss angezeigt. Und ich muss erstmal wieder zurückkommen. Okay, Harpune. Hier liegt ein bisschen Loot rum. Mehr Harpunen. Okay. Die bringen was? Werfen, um Schaden mit Anti-Drachen-Effekt zu verursachen. Okay. Oh, das war Glück. Das hätte unglaublich schnell im Tod enden können. Orientierung ist ein bisschen schwierig. Das Level-Design ist echt cool im DLC, aber es ist halt echt, der Content fehlt. Einfach nur der Content, der fehlt. Oh. Grabhüters 2. Resonanzstein. Da ist der Mariner. Ich hole erstmal unsere Seelen, weil wir hatten einige. Oh, warte mal, das sind mehrere von denen. Warum sind die hier? Gott, ich hasse die Dinger so krass. What? Ach man, ey. Die machen unglaublichen Schaden, die Penner. Ich weiß noch, wir hatten den einmal als Boss. Er hat nicht wirklich viel ausgehalten. Aber war super ätzend. Dass wir von allen Gegnern den recyceln mussten, ist natürlich dann Insult to Injury, wie man auf Englisch so schön sagt. Okay, also ich sehe mindestens zwei Mariners. Aber die sollten wenigstens nicht respawnen. Oder ist es derselbe, der sich jetzt einfach hier hochgeportet hat? Kann auch sein. Der Gap Close halt, ne? Dieses Missvieh! Ich hoffe, es wird nur einmal beschworen.
der Rumback ist auch ziemlich assi. Eigentlich sollte ich mit denen nicht solche Probleme haben. Sie sind da einfach ultra aggressiv. Da oben sind wieder irgendwelche von den Würmern. Ich glaube, das ist dasselbe Mariner, der sich einfach hochportet. Okay, wir konzentrieren uns jetzt voll auf das Summon-Ding. Na komm, beschwör. Da ist es. Ah! Ah, die Range. Okay, es ist down. So, jetzt bist du dran, Freundchen. Du kannst mir so lange Wasser ins Gesicht schmeißen, wie du willst. Das wird dir auch nichts nützen. Halb HP. Ah! Wo bist du? Wo ist er hin? Der Bastard. Weiter hoch. Okay, hier ist er. Aber irgendwas schießt auf mich. Gelbe Bogenschütze. Okay. Mariner ist down. Hat aber nicht als Boss gezählt. Aber hat was gedroppt. Tibias Handbuch. Tibias Ruf. Okay, und das ist was? Man kann hier nicht sortieren nach Erhaltreihenfolge. Ärgerlich. Aber da wir was bekommen haben, denke ich mal, der wird nicht respawnen. Dürfte eigentlich nicht. Okay, jetzt sind wir anscheinend hier oben. Da unten waren wir schon. Hier sind rote Blumen, unten sind blaue Blümchen. Alles sehr schick. Ein Eber. So, hier sind die Würmer. Bewacht ihr irgendwas? Oder was ist eure Funktion hier? Der Seite scheint nichts zu sein. Hier ebenfalls nichts. Schade. Okay, ja, ich bin im Kampf. Kann die Map nicht öffnen. Was wir auch noch nicht gesehen haben im DLC sind Clownperlenjäger. Ist auch ein bisschen schade. Die habe ich immer ganz gerne bekämpft.
Das ist ein Gegner, okay. Oh, der hält was aus. Okay. Tot und finishing move. Henker Großaxt. Super für Leute, die ein Stärkebild spielen. Was ist das für ein Blümchen? Geisterflammenblüte. Wer weiß, vielleicht braucht man das Zeug ja oder kann man es irgendwie dann doch mal noch gebrauchen. Deswegen ein bisschen was mitnehmen ist sicher nicht verkehrt. Dann, was haben wir hier oben noch? Mehr Friedhöfe. Mehr Skelette. Nummer 1 ist down. Okay, da sind noch mehr. Weiß nicht, warum ihr euch genau auf diesem Friedhof verkriecht. Aber ist okay. Ja, ansonsten haben wir hier wieder ein paar Gegner gehabt, aber nichts, das irgendwie von Interesse ist. Vielleicht hier. Das ist ein Gegner. Ringe ausspricht Hallicht. Au. Nummer 1 ist weg. Ah, da waren nochmal 3. Die haben Damage rausgehauen. Gut. Holen wir unsere Sachen wieder. Ich denke mal, da sind wir hier auch schon wahrscheinlich fast durch. Na, es geht. Also es kommt darauf an, wie weitläufig das hier noch ist. Wir von hier aus überall hinkommen oder nicht. Und ich weiß nicht, ob wir dann diesen Bale suchen wollen. Der ist ja auf okay, die Directions, die uns der Typ gegeben haben, waren jetzt nicht so hilfreich. Ich wüsste jetzt auf der Karte gerade nicht, wo ich den suchen soll. Ist das vielleicht der Drachenhügel? Oder das? Das hier würde Sinn ergeben, weil wir haben ja den anderen Drachen da gesehen, aber das sieht eher wieder wie so ein Fingerding aus. Nun gut, muss uns im Moment nicht kümmern. Erstmal die Runen wiederholen und dann auch hier, es ist einfach zu leer. Es ist zu leer, was interessante Gegner anbelangt. Ein bisschen unterwältigend der DLC. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmt. Aber ich finde, der DLC respektiert unsere Zeit nicht so wirklich.
Okay. Da könnten wir wahrscheinlich runter. Haben wir hier den Mariner bekämpft? Meine Orientierung lässt gerade ein bisschen zu wünschen übrig. Oh, da war was. Schädelknochen vom Grabhüter. Irgendwelches Dungeon oder so wäre auch nice. Ne, Skelette müssen jetzt nicht unbedingt sein. Oh, eine Gnade. Yay! Es reicht nicht für ein Level Up. Da unten waren wir schon. Ach, das ist überhaupt nicht verwirrend. Zwei Gnaden direkt nebeneinander. Und oberhalb sein. Grundgütiger. Uh-oh. Uh-oh. Gehen wir erstmal außen rum. Ne, lass die Schafe in Ruhe. Nichts, nichts und wieder nichts. Das war so schön im Hauptspiel. Man konnte überall hingehen und man wurde immer mit einem Dungeon belohnt, Siegelgefängnis. Es gab überall was zu tun. Die ist einfach, man reitet und reitet und reitet und zwischendurch kommt man wieder ein dummer Trash-Mob, der langweilig ist und reitet und reitet. Warum macht man den DLC so groß, wenn man ihn nicht mit Content füllt? Verstehe ich nicht. Einfach nur, sieht schön aus, ja, toll. Das schön aussehen macht keinen Spaß. Also, das alleine macht keinen Spaß. Was war das für eine Glefe? DDD-Skalierung, eher suboptimal. Oh, eigentlich wollte ich nicht runter. Man kann hier beschwören. Ich gehe jetzt doch nochmal ganz kurz hier oben lang, aber es sieht nichts aus, als wäre hier noch was. Ach man, das ist echt schade. Das ist echt schade, dass so wenig interessanter Content in der Open World ist. Warum machen sie nicht einen normalen Oldschool-DLC, wenn sie die Open World eh nicht mit wirklich Content füllen? So, hier haben wir eine Höhle, oder? Immerhin. Hier haben wir immerhin eine Höhle. Kerker des Klägers. Yay! Gut. Was brauchen wir für ein Level-Up? 230. Gut, ich denke, wir machen hier erstmal einen Break. Und ich möchte mich erstmal draußen noch ein bisschen weiter umsehen, dass wir wirklich alles angeguckt haben, was es zu angucken gibt. Und dann werden wir hoffentlich sogar in der nächsten Episode noch den Kerker des Klägers machen. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.